Hier spricht Ostra, ihr seht eine weitere Folge RimWorld und wir sehen gerade, wie Alma ein bisschen Mitch Vergenuss wurzelt. Was hat sie denn aus jetzt rausgegessen? Das linke Bein und den linken Arm hat sie einfach mal da rausgegessen. Und jetzt geht's ihr schlecht. Wie kommt das? Nun, sie hat gerade Menschen gegessen. Und hier die verwirrte Nico, die hier rumrennt. Da prügeln die sich jetzt ein bisschen. Nicht schön, würde ich jetzt mal sagen. Aber es hat zumindest den richtigen erwischt. Und wir sollten eventuell Alma auch retten. Ja, halt, hier kann es jetzt in jeder Sekunde passieren, dass einfach alle Leute, bäh sind und ekelhaft sind und alles ist blöd und scheiße. Gut, aber so ist es einfach. In so einer Zeit, wo halt alles etwas blöd ist und sie ist auch tot. Sie ist auch tot. Ja, dann lass uns doch wenigstens die Menschen schlachten. Menschliche Leichen auch, leider, ja. Menschliche Leichen leider auch. Weil wir müssen ja irgendwas kochen und essen. Und wenn es rohes Menschenfleisch ist, dann müssen wir das halt so machen. Ja, David, es ist auch schon neben rum, an dem Mitch, vor lauter Hunger. Das andere Bein, den anderen Arm abgegessen. Ich meine, roher Kannibalismus. Ich meine, ohne Tisch gegessen. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, wenn du deine Freunde gerade am Essen bist und da hast du natürlich keinen Tisch für. Das ist natürlich blöd. Sehe ich natürlich genauso. Ach, guck mal, die beiden reden ein bisschen miteinander und versuchen das Beste. Wenigstens das. Robin ist am Pennen da bei der Leiche. Normalerweise könnte sich Alma auch ein bisschen ausruhen. Aber die wollen im Moment alle nicht. Und da gibt es wieder. Sehr gut. Den Zusammenbruch. War ja klar, ich meine, dass das passiert ist logisch, oder? Oh, das ist kein Krankenbett mehr. Und diese Frau müssen wir irgendwie da raustragen. Wow, es ist so merkwürdig, was hier gerade alles passiert. Dass sich diese Kolonie überhaupt noch hält, ist komisch genug. Ich meine, Nico scheint sich auch gar nicht mehr zu beruhigen. Hier wird gerade die Frau gegessen. Warum nicht? 62 Menschenfleisch. Den Verrotteten wollen wir besser nicht hinnehmen. David liegt sich immer so extrem abseits von allen Dingen, ne? Wir müssen doch eigentlich neue Sachen anpflanzen. Aber anscheinend hat das gerade nicht so die Priorität. Natürlich gibt es einen weiteren Zusammenbruch, weil warum nicht? Wer denn diesmal? Wieder Alma. Die hier versucht rumzuwüten. Na, jetzt geh nicht wieder da rein. Na, da müssen wir wieder Alma verprügeln. Weil Alma lernt es im Moment echt nicht. Hier unten ist Nico. Nico ist auch immer noch verwirrt, weil das ist einfach so. Ne? Zwei, drei Tage lang einfach nur verwirrt herumrennen ist ganz normal. Für unsere Kolonie zumindest. Alma kann wieder laufen. Ja, ob das besser ist, weiß ich natürlich nicht. Hier wird ein bisschen Geröll weggemacht. Das ist natürlich super gut, Robin. Einfach damit dieser Raum nicht so sputnig ist. Schön. Na, rohes Menschenfleisch müssen wir halt essen. Okay. Na, ist halt im Moment, ist ein bisschen Schwund ist halt immer. Hier wird auch Nico behandelt. Im eigenen Bett zum Glück.
Hier sieht man, da wird noch weiter fleißig aufgeräumt. Aber es lohnt sich, denn das ganze Geröll, was hier noch sonst rumliegt und so, ist nicht mehr allzu hässlich. Da unten ist noch ein Blutfleck, okay. Aber wenn die Umgebung langsam immer schöner wird an der einen oder anderen Stelle, ist es natürlich so, dass es auch interessanter und netter wieder wird für unsere Leute. So, seht euch das an. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Der Robin, der macht das gerade. Der hat wirklich eine Ausdauer wie kein zweiter. Menschenjagende Rudel Muffelons. Die ganzen da. Ach du heilige Scheiße. Ich hoffe, die jagen gegen die Insekten da. Können hier das Essen noch mitnehmen. Außerdem können wir hier die Keule. Wir haben leider gar keine Waffen mehr jetzt. Na, wir müssen ja ein bisschen aufpassen halt, dass wir eventuell von den Menschen jagenden Rudeln Muffelons nicht gegessen werden. Ich hoffe, wir sind alle drin. Okay. Unsere Leute werden nicht mehr rausgehen. Wir werden mal eben unser Gebiet drinnen verkleinern. Ich will das ja jetzt nicht so sagen, aber drinnen ist erstmal nur so. Und alle Kolonisten dürfen im Moment nur drinnen sein. Sorry und so. Och du Scheiße! Ich meine, das ist so viel Essen, was da rumrennt, ja. Aber es sind leider auch Muffelons. Und wir können nicht mal eben da raus, um welche zu erledigen. Das sind doch super viele, guckt euch das mal an. Ja. Man könnte hier vielleicht rausbuddeln und dann von da aus kämpfen. Und dann alle dahin locken. Ein paar dahin locken. Lass uns das nochmal versuchen. Lass uns doch mal da durchbuddeln. Und dann die Drinnenzone ein bisschen erweitern. Damit sie was zu tun haben, unsere Leute auch. So, Alma, du musst jetzt da raus. Du musst jetzt da wegrennen. Und zwar Avanti. Jetzt muss ich meine Drinnenzone wieder verkleinern. Nämlich um ungefähr das da. Es wird gerade immer weniger, wo wir uns aufhalten können. Ich weiß noch nicht, wie viel David schlafen möchte. Alma, komm da mal bitte weg. Oh, Mist, David wird krass von dem Muffelon hier verprügelt.
Scheiße. Und sie sind drin. Die Muffalons. Und das war's mit unserer Kolonie. Alter, was ist los? Das sind unsere Wollviecher. Und die Tür ist kaputt. Das war's. Ja, gut. Das war RimWorld. Und der Versuch einer vorzeitlichen Kolonie. Der ist minimal missglückt. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet viel Spaß mit RimWorld. Und wir werden uns für diesen Slot was Neues ausdenken. Ich glaube, ich habe Bock, eine Runde Subnautica zu machen. Das wird kommen. Und ich hoffe, ihr werdet auch dieses Projekt mit Freude erwarten. Und sobald es mal wieder ein Update gibt, werden wir uns nochmal an eine Kolonie stürzen. Aber im Moment ist halt, das ist das Neueste, was da gewesen ist mit den komischen Kolonien, beziehungsweise mit den Szenarien, die man sich erstellen konnte. Das war eins davon. Das war nicht unbedingt ein gutes, aber es war auf jeden Fall ein interessantes und witziges Projekt. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.